In der ersten Rollstuhl-Basketball-Bundesliga empfingen die BSC-Rollers am Sonntag den Tabellenführer, die RSB Thuringia Bulls aus Elxleben. Für die Zwickauer Rollstuhlbasketballer hieß es an diesem Tag einfach, unbefreit aufzuspielen und den Abstand nicht allzu groß werden zu lassen. Denn gegen das Team von Trainer Josef Jaglowski ist in dieser Saison kaum ein Kraut gewachsen. Die Thüringer waren auch von Anfang an das schnellere und aggressivere Team. Dazu kam eine nahezu traumhafte Trefferquote. Es ist hier eben wie in jeder anderen Mannschaftssportart. Auch Zwickau war schon deutscher Meister und Pokalsieger, spielte in der Euroleague ganz oben mit und erlebt eben gerade eine etwas schwerere Zeit. Selbst Rekordmeister München, den gibt es nicht nur im Fußball, war bis in die zweite Liga durchgesackt und arbeitet sich langsam wieder nach oben. Die Thüringer zeigten bereits im ersten Viertel, dass es ihnen nicht nur der Sieg wichtig war, auch die Korbzahl. Zur Halbzeitpause waren es dann schon mehr als 20 Punkte Vorsprung. Josef Jaglowski konnte mit seinem Team zufrieden sein. Und es ging so weiter. Wir sind hier im letzten Viertel. Das RSB-Team begann schon unter dem Korb mit Pressing. Oft genug fiel es den Zwickauer Rollers schwer, in einer angemessenen Zeit bis zum Korb der Thüringer zu kommen. Da kann man da nicht mehr zaubern und der Ball geht daneben. Der Gegenzug läuft in wenigen Sekunden bis zum Abschluss. Doch Marco Förster sah das Ganze gelassen. Diese Niederlage war sozusagen einkalkuliert. Good job so far. Let us do some points. Okay, let us go for some basket. Right, come on. Ihr habt einen guten Job gemacht. Lasst uns noch ein paar Körbe machen. Und das setzten die Rollers um, denn keiner hat sich aufgegeben. Hier trifft Ronny Steidel. Am Ende war es zwar sehr deutlich, doch wenn die Mannschaft ihre Spiele gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel noch gewinnt, ist der am Anfang der Saison anvisierte sechste Platz sicher.